Wir blicken auf sehr erfolgreiche Kulturtage in Hamburg zurück, die wir ja Anfang Juni mit und bei die Mivesos gemeinsam ausgerichtet haben unter dem Motto Strauß Elektroakustik. Und wie auch schon angekündigt, wollen wir uns diesem Thema weiter widmen und werden dementsprechend unsere nächste Veranstaltung hier in Mülheim in der Veranstaltungsreihe Impulstreu Musik erleben dem Thema Strauß Elektroakustik widmen. Am Samstag, dem 30. September, hier bei uns in Mülheim an der Ruhr im Impulstreu-Studio. Dich interessiert, wie Jürgen Strauß seine Lautsprecher denkt, entwickelt und baut, was sich unter dem Begriff Mastering Monitor verbirgt, wie klingt so ein Lautsprecher und was kann er anders, vielleicht sogar besser, als das, was man sonst so üblich zu hören bekommt, dann ist es für dich interessant. Wir von Impulstreu sind mit unserem Kerngeschäft mit Tomedia seit weit über 20 Jahren in der professionellen Audiowelt fest verankert und somit auch seit jeher Wandler zwischen den Welten der Professionals aus Beschallung und Audiotechnik, Künstlern, Musikern und Produzenten und letztendlich den Genießern und Konsumenten, dem Publikum, den Hörern und den Fans, zu denen wir ja letztendlich alle gehören. Also die Frage, wie möchten wir Musik erleben? Jürgen Strauß verfolgt für uns sehr interessante Ideen und es gelingt ihm mit seinen Mastering-Monitoren neben den Studioansätzen natürlich auch zahlreiche klangliche Parameter für ambitionierte und erfahrene Musikfreunde zu vereinen. Mal ganz davon abgesehen, auf welche umfassende Expertise Jürgen Strauß durch seine jahrzehntelange Arbeit, sein jahrzehntelanges Schaffen als Entwickler, Akustiker, Berater, Innovator, Autor, Referent und Dozent an der ETH Zürich, aber auch Musikhistoriker, Philosoph und Forscher, aber letztendlich auch als Hörer und Musikliebhaber zurückgreifen kann. In der letzten Woche habe ich Jürgen Strauß in Bern in seinem Musiklab persönlich besucht und durfte diese Faszination dort auch live erleben. Die Mivesos hat ja zu dem Lab schon einen ausführlichen Bericht produziert. Wer ihn nicht kennt, anschauen lohnt sich. So habe ich in der letzten Woche auch den fertigen Prototypen der Strauß MF4 in der, nennen wir sie mal, HiFi-optimierten Ausführung erleben können. Während dieser fantastische Studiomonitor natürlich erstmal für seine Positionierung auf Arbeitshöhe des Sound-Engineers vorgesehen ist, entsteht dadurch jetzt eine Variante, die auf eine eher stereotypische Aufstellung unter heimischen Raum- und Hörbedingungen ausgelegt ist. Also was planen wir für den 30. September? Jürgen Strauß wird natürlich persönlich vorbeikommen und hat wieder interessante Vorträge über seine Arbeit und seine Forschung im Gepäck. Die Mivesos reist aus Hamburg an und wird uns begleiten. Und last but not least kommt Igel Schönwitz nach Mülheim, um mit seiner umfassenden Expertise aus der Studiowelt zu berichten. An dem Tag möchten wir den Fokus darauf legen, dass ihr die Lautsprecher mit eurer Musik hören und erleben könnt. Wir werden mehrere Hörsituationen vorbereiten, die entsprechend vom genannten Team begleitet werden und geben euch die Möglichkeit, eure Wunschtitel entweder mitzubringen oder uns vorher mitzuteilen. Dann bereiten wir das entsprechend streamingmäßig vor, sodass ihr die Strauß-Lautsprecher unter realen Bedingungen mit eurer Musik an dem Tag auch hören könnt. Wir haben natürlich dann die neue Bauform der MF4 erstmalig auch in der Vorführung. Neben der ganzen Musikhörerei und dem ganzen Fachgesimpel wollen wir natürlich, dass ihr euch rundum wohlfühlt. Wir haben sehr, sehr guten Kaffee am Start und es wird natürlich auch ein paar Häppchen zu essen geben, sodass ihr wahrscheinlich am Ende des Tages gar nicht mehr nach Hause wollt. Damit wir das an dem Tag natürlich alles gescheit organisiert und gerade mit den Hörsessions und euren Musikwünschen umgesetzt bekommen, haben wir natürlich eine feste und begrenzte Teilnehmerzahl. Wenn ihr an dem Tag mit dabei sein möchtet und in die Welt des Musikhörens und Erlebens mit Strauß und den Strauß-Lautsprechern eintauchen möchtet, schickt uns einfach eine E-Mail an info@impulstreu.de. Wir freuen uns auf einen tollen Tag mit euch.